Hallo, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Webinar von Taylor Wessing und 8.2. Ich freue mich, Sie herzlich zu begrüßen und das Thema Batteriespeicher beschäftigt uns nunmehr seit mehreren Jahren in der Praxis. Nichtsdestotrotz ist das Thema, glaube ich, aktueller denn je und wenn ich mir die Teilnehmer heute angucke, bin ich sehr froh darum, dass wir so ein breites Spektrum aus der Energiewirtschaft hier für unser Thema gewinnen konnten und freue mich mit Ihnen heute auch im Anschluss unseres Webinars im Rahmen eines Q&As noch den einen oder anderen Punkt zu diskutieren. Vielleicht ein paar organisatorische Sachen vorweg. Die Präsentationen, die wir heute halten werden, die werden allen Teilnehmern, die angemeldet sind, natürlich zugeschickt im Nachgang. Und es gibt unten in der Leiste einen Button, der heißt Fragen. Da können Sie draufklicken und jederzeit Fragen stellen. Wir werden diese dann im Rahmen des Webinars monitoren und im Anschluss im Q&A dann so weit wie möglich gerne beantworten. Julia, magst du Ja. vielleicht unsere Teilnehmer heute ein bisschen vorstellen? Auch von mir nochmal herzlich willkommen an die zahlreiche Runde. Ich gehe einmal kurz durch, wer heute mit dabei ist. Neben mir sitzt mein Kollege Dr. Christian Ertel aus dem Energierecht. Mein Name ist Julia Wulff aus dem öffentlichen Recht. Und dann wird uns gleich als erstes Dr. Henrik Zahn von 1.2 etwas berichten zu den technischen Aspekten eines Batteriespeicherprojekts. Herr Hannes Tutsch aus dem Bereich Real Estate wird dann für die zivilrechtliche Flächensicherung zuständig sein. Dr. Uli Spiegel ist für den Bereich Produktcompliance heute da und Jasmin Schlee-Runde das Ganze danach noch zum Thema SPA und EPC. Ich leite einmal ganz kurz durch den inhaltlichen Ablauf heute. Und zwar starten wir, wie gesagt, mit den technischen Grundlagen von Herrn Zahn. Dann kommen wir zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Ich werde einmal starten mit dem Planungs- und Genehmigungsrecht, also Bauplanung und der Frage, welche Genehmigungen muss ich eigentlich einholen. Dann kommen wir zum Bereich Flächensicherung von Hans Tutt. Dann wird Uli Spiegel eben etwas sagen zum Bereich Produktcompliance. Dann schließe ich das Thema Netz Anschluss an, was mein Kollege zu meiner Rechten hier vorbereitet hat. Und im zweiten Teil kommen wir dann zu den Vermarktungsoptionen, ebenfalls von Christian Ertel vorgestellt, und schließen dann ab nochmal mit einem technischen Block, wieder von Henrik Zahn, und dann eben nochmal den rechtlichen Aspekten von Projekterwerb, Projekterrichtung und Projektvermarktung, für die Jasmin Schlee zuständig ist. So viel vorab von unserer Seite. Wie gesagt, nutzen Sie sehr gern das Fragentool, damit wir nachher dann auch noch für das Q&A Stoff zur Verfügung haben. Und dann würde ich jetzt einmal übergeben an Henrik Zahn für den ersten Teil. Ja, vielen Dank, Julia. Genau, ich mache den ersten Teil, Thema technische Rahmenbedingungen. Also nochmal ganz kurz zu mir. Mein Name wurde ja schon genannt. Mein Hintergrund ist die Physik und bin jetzt Sachverständiger für Batteriespeicher und Photovoltaik bei 8.2 Obst und Hamm. Nochmal ganz kurz zu uns eine Folie. Wir sind im Bereich Batteriespeicher, Photovoltaik und Wind aktiv und dort als unabhängige Gutachter und technische Berater tätig. Hier einmal unsere, ich kann es Ihnen leider nicht mit einem Pointer arbeiten, so ist das halt hier online, deshalb müsst ihr einmal vorstellen, bei welchem Punkt ich bin. Einmal der Punkt, also die Dienstleistungen, die wir anbieten, sind Technical Due Diligence, also die technische Risikobeurteilung, technische Inspektion. Wir treten als Owners Engineer auf. Im Bereich Photovoltaik machen wir Ertragsgutachten und Blendgutachten. Außerdem begleiten wir bei Machbarkeitsstudien, Ausschreibungen, machen Vertragsverhandlungen und Beratungen und bieten Bauüberwachung, Probebetrieb und Abnahmen an. Nun aber, warum Sie eigentlich hier sind, das Thema Batteriespeicher und die technischen Grundlagen dazu. Ich möchte hier einmal starten mit den Einsatzbereichen und der Dimensionierung, damit Sie wissen, warum Sie uns eigentlich jetzt hier 2 Stunden zuhören wollen. Hier einmal diese Liste ist jetzt
man könnte sich noch mehr Anwendungen vorstellen, aber diese Liste sind mal die aus meiner Sicht wichtigsten und auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive wichtigsten. Zunächst wäre dort einmal die Kombination von Batteriespeichern mit erneuerbaren Energien. Wenn Sie das machen, können Sie eine Einspeiseverschiebung realisieren. Das heißt, wenn der PV-Strom beispielsweise oder Windstrom vorliegt, Sie aber jetzt gerade keine guten Konditionen zum Verkauf haben, können Sie erstmal zwischenspeichern und später, wenn dann bessere Konditionen vorliegen, können Sie verkaufen. Das wird auch staatlich gefördert im Rahmen der Innovationsausschreibung. Da werden Sie dann von Taylor Wessing und ganz am Ende auch von mir nochmal mehr Details dazu hören. Technisch können Sie auch mit weniger Anschlussleistung in diesem Fall planen, weil Sie haben ja die Option, anstatt die Anlage abzuregeln, können Sie auch den Speicher laden. Es gibt hierbei strenge Vorgaben, was die Dimensionierung oder Mindestdimensionierung genauer gesagt angeht, wenn Sie im Bereich der Innovationsausschreibung unterwegs sind. Wie gesagt, dazu nachher mehr. Dann können Batteriespeicher zum Stromhandel genutzt werden. Das Prinzip hier ist erstmal einfach, den Strom günstig einkaufen und später teurer wieder verkaufen. Hier ist dann eher das Problem, ob man tatsächlich den Preisunterschied bekommt, den man braucht, um den Speicher zu finanzieren. Die Dimensionierung hier ist flexibel. Das können Sie sich überlegen, wie viel Geld Sie da in die Hand nehmen wollen. Ähnliches gilt für die Regelenergie. Regelenergie ist ein Bereich, in dem Speicher jetzt schon länger aktiv sind. Das bedeutet, dass hier der Speicher genutzt wird, um die Netzfrequenz und Netzspannung konstant zu halten. Und hier sind die Primär- oder die Sekundärregelleistung interessant als Anwendungsbereiche. Auch hier können Sie wieder flexibel dimensionieren, je nach gewünschter Investgröße. Zuletzt gibt es noch Anwendungen in Industrie und Gewerbe. Der erste Punkt, bessere Nutzung eigener erneuerbarer Quellen, ist ähnlich, wie Sie das vielleicht aus den Heimanwendungen kennen. Wenn Sie den eigenen Strom zwischenspeichern und dann da können Sie dadurch vermeiden, vom Netz zu beziehen. Und der Netzstrom ist ja teuer. Dann gibt es die Möglichkeit des Peak Shaving. Dazu werden wir, glaube ich, nachher auch noch mal was hören. Hier ist wieder die Idee, den Netzanschluss so günstig wie möglich zu halten. Denn anstatt sozusagen einen größeren Netzanschluss für die Firma zu kaufen, können Sie auch hergehen und in Zeiten, wo Sie besonders viel Energiebedarf haben, dann aus einer Batterie zuschießen. Die Dimensionierung hängt hier natürlich stark von den Erzeugungs- und Lastkurven des jeweiligen Vorhabens ab. So, ich hoffe, Sie sind jetzt motiviert, mit mir auch nochmal ganz zu den Basics erstmal zu gehen, und zwar zur galvanischen Zelle. Die galvanische Zelle ist das chemische Grundprinzip einer jeden Batterie und ich möchte hier einmal kurz erklären. Also schauen Sie einmal auf das Schaubild auf der rechten Seite. Da ist der Aufbau einmal skizziert. Also beginnen damit, dass wir in einen Elektrolyten zwei Elektroden eingetaucht werden, und was dann passiert in diesem Elektrolyt, ist, dass sich Ionen aus den Elektroden lösen. Das sind hier die roten Teilchen. Und dass die zugehörigen Elektronen, hier blau dargestellt, in der Elektrode verbleiben. Da man jetzt hier zwei unterschiedliche, um eine Batterie zu bauen, muss man zwei unterschiedlich edle Elektroden verwenden. Nämlich das bewirkt, dass in der unedleren Elektrode hier links dieser Vorgang des in Lösung Gehens öfter passiert als bei der edleren. Und dadurch ergibt sich ein Ladungsungleichgewicht. Also wir haben mehr Elektronen, die zurückbleiben in der unedleren links als in der edleren rechts. Und entsprechend kann jetzt eine Spannung zwischen den beiden Elektroden gemessen werden. Wenn Sie jetzt statt eines Spannungsmessgeräts, statt des Voltmeter, einen Verbraucher einsetzen, können die Elektronen fließen. Sie können die elektrische Energie nutzen und der Stromkreis wird dann über die Ionen, die im Elektrolyt sich bewegen können, geschlossen. Dieser Vorgang ist bei Akkus auch umkehrbar, aber vielleicht ist Ihnen aufgefallen, ich habe bisher immer von Batteriespeichern gesprochen. Das liegt daran, dass in diesem technischen Bereich hier Batterie und Akku synonym gesetzt wird. Also keine Sorge, wenn Sie einen Batteriespeicher kaufen, den können Sie dann auch wieder aufladen. Es gibt jetzt verschiedene Elektrodenmaterialien, die denkbar sind, um Batterien zu bauen. Aber aktuell im Markt sehen wir fast ausschließlich Lithium-Ionen. Aber auch hier gibt es Unterschiede, namentlich hier die bisher sehr verbreitete Technologie ist NMC, steht für Nickel-Mangan-Kobalt.
die hier für die eine Elektrode verwendet wird. Und das kommt eben aus der Automobilbranche und hat eine sehr hohe Energiedichte, was Sie natürlich in Ihrem Elektroauto gerne haben möchten. Aber eigentlich für stationäre Anwendungen geschickter sind die LFP-Zellen, Lithium-Eisenphosphat, da diese langlebiger und sicherer sind. Man sieht halt trotzdem viel NMC, da diese weiterentwickelt sind, da sie sehr viel in Elektroautos Anwendung finden. So, jetzt haben wir also eine galvanische Zelle, aber eine Zelle macht noch lange kein Batteriespeichersystem. Hier möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie jetzt aus der Zelle ein Speichersystem wird. Die Zellen, haben Sie, wissen Sie wahrscheinlich, arbeiten mit Gleichstrom und, was Sie vielleicht noch nicht wussten, haben wenige Volt Spannung und da können Sie auch nichts dran ändern, nämlich das hängt von dem Elektrodenmaterial ab, das Sie verwenden. Da können Sie in der Tabelle schauen, dann sehen Sie, was Ihre galvanische Zelle für eine Spannung hat. Und zwar wenige Volt eben. Damit kann man nicht wirklich arbeiten. Der Batteriehersteller gibt uns schon mal Module, da sind schon mal viele Zellen zusammengeschalten. Aber um mit sinnvollen Kabelquerschnitten weiterarbeiten zu können, müssen noch mehr Zellen in Reihe geschalten werden, beziehungsweise Module. Typischerweise um sowas wie 1 Kilovolt zu erreichen. Zusätzlich wird jetzt so ein Strang, nennt man den auch, analog zu PV-Anwendungen. Ein Strang wird jetzt noch nicht genügend Energie und Kapazität bereitstellen, also Kapazität und Leistung bereitstellen, die Sie brauchen. Also brauchen Sie viele von diesen Strängen. So, das Bild auf der rechten Seite gibt Ihnen so einen groben Eindruck, was Sie so für 4 Megawattstunden brauchen. Ja, und das war also die Beschreibung des linken Teils des Schaubilds oben. Jetzt sind wir also auf 1000 Volt Gleichspannung, aber wir wollen ja ganz rechts zum Netz, zumindest mal Mittelspannungsnetz, das dann sowas wie 20 bis 30 Kilovolt haben wird, Wechselspannung. Entsprechend müssen wir noch einen Wechselrichter einplanen, sowie einen Transformator. Damit ist aber immer noch nicht getan, denn die Batterien müssen noch klimatisiert werden. Das lässt sich auch aus der galvanischen Zelle heraus verstehen. Wir haben es hier nämlich mit Chemie zu tun und chemische Reaktionen hängen immer von der Temperatur ab. Zusätzlich müssen all die Komponenten, sprich Klimaanlage, Module und Wechselrichter über ein Batteriemanagement-System gesteuert werden. Da komme ich auch später nochmal zu der zentralen Bedeutung dieser Komponente zurück. Die Kenngrößen des Gesamtsystems sind dann seine Kapazität, typischerweise in Megawattstunden angegeben, seine Leistung dann entsprechend in Megawatt und das Verhältnis der beiden stellt dann die C-Rate dar. Die beschreibt, wie viel im Wesentlichen, wie schnell Ihr Speicher geladen ist. C-Rate 1 bedeutet, Sie brauchen eine Stunde, den Speicher zu laden. 0,5 bedeutet 2 Stunden. Also umso größer die C-Rate, umso schneller ist der Speicher geladen. Zuletzt gibt es noch die Kenngröße der Reaktionszeit, aber die ist bei Batteriespeichern eigentlich immer sehr schnell und entsprechend ausreichend für die Anwendung. Wie sieht das Ganze jetzt in echt aus, damit Sie eine Vorstellung haben, was da planerisch auf Sie zukommt? Wir haben hier ist einmal ein Minimalbeispiel, wenn man so möchte. Das System hier hat 4 Megawattstunden Kapazität, knapp bei 4 Megawatt Leistung, also ein C=1 System. Und ich möchte hier einmal zeigen, wo Sie jetzt hier die einzelnen Komponenten wiederfinden, die ich im Schema erklärt habe. Da wäre einerseits die Batteriemodule, die finden sich im Batteriecontainer. Das ist der große Container im Bild, wo auch dann die Batteriemodule oben links abgebildet sind. Und in demselben Container befindet sich auch die Steuerung, die im vorderen Teil des Containers in dieser reellen Ausführung untergebracht ist. Vorne rechts im Bild sehen Sie den externen Teil der Klimaanlage, der jetzt über die Rohre dann mit dem Batteriecontainer verbunden ist, wo sich dann der interne Teil der Klimaanlage befindet. Dann über Erdleitungen werden dann der Gleichstrom dann zum Wechselrichter geführt. Der ist hier ein bisschen im Hintergrund zu sehen. In einer solchen Containerstation ist das hier ausgeführt, wo auch gleichzeitig noch der Transformator gleich und eine Mittelspannungsschaltanlage auch gleich mit realisiert ist. Es gibt auch noch eine leicht abgewandelte Form, so etwas zu realisieren. Nämlich können Sie anstatt des großen Batteriecontainers auch auf mehrere kleine Racks zurückgreifen. Der restliche Aufbau bleibt aber gleich.
Genau, damit übergebe ich an die Kollegen von Taylor Wessing und wir hören uns später nochmal.